Im Fantasyfilm Maleficent, die dunkle Fee, verwacht Märli Dornrösli zu neuem Leben. Im Mittelpunkt steht aber nicht die Prinzessin, sondern die mysteriöse Fee Maleficent, die früher tief im Wald gelebt hat. Die streitet ständig mit dem benachbarten König Stefan. Ich muss schon sagen, es hat mich doch ziemlich gekränkt, dass ich keine Einladung erhalten habe. Du bist hier nicht erwünscht. Oh je, was für eine peinliche Situation. Ein tragisches Ereignis führt aber dazu, dass sie die neugeborene Tochter vom König verflucht. An ihrem 16. Geburtstag soll Böses passieren. Sie wird sich mit der Spindel eines Spinnrades in den Finger stechen. In einem todesgleichen Schlaf fallen in alle Ewigkeit, aus dem sie niemals erwacht. In einem todesgleichen Schlaf. Bevor es soweit ist, trifft Maleficent die Aurora aber persönlich. Ihr wird klar, dass sie der Schlüssel für den Frieden zwischen Wald und Königreich könnte sein. Doch der Fluch kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Die Angelina Jolie ist die ideale Besetzung für die Rolle von Maleficent. Im Film ist aber noch ein weiteres Familienmitglied gesehen. Ihre Tochter Vivienne spielt die jüngere Version von der Prinzessin Aurora. Im Interview hat Kinowetter wollen wissen, ob sie bei den Dreharbeiten nicht Angst vor ihr hatte. No, Vivian, we joke that she's my shadow. Vivian, there's nothing I can ever do. Nein, sie klebt an mir wie ein Schatten. Sie ist einfach ein kleines Mädchen. Auch wenn ich böse Sachen zu ihr gesagt habe, hat sie mich immer nur umarmen und küssen. Ihr ist es egal. Trotzdem ist Angelina eine angsteinflößende Version von der Maleficent, die aber auch viel Charme und Sympathie aufbringt. Dank ihr wird das bunte Fantasy-Spektakel zu einem besonderen Erlebnis, das jung und alt wird fesseln. Das gibt 4 von 5 Schirmchen.